Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu New Beginning Final Cut. Salvador ist jetzt im Gebäude und wir müssen jetzt irgendwie Dr. Braun hierhin lotsen, aber wir schauen mal um, ob wir uns hier irgendwas mitnehmen können. Zum Beispiel Orangensaft. Orangensaft? Wie lange der hier wohl schon steht? Egal, nehmen wir mit. Leuchtet auch so schön die Flasche. Der Schrank interessiert uns nicht. Sonst haben wir können die Tür noch zumachen. Vielleicht hängt von innen was an der Tür oder so. Nö. Tür, Schrank, Salvador. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie wir Dr. Braun hier hinlotsen können. Können wir ihn einfach darauf ansprechen und bitten, mal eben in die Abstellkammer mitzukommen? Hallo. Ah, Sie schon wieder. Was wollen Sie? Das Essen sieht wirklich lecker aus. Es sieht nicht nur so aus, es schmeckt auch. Probieren Sie mal. Kein Vergleich zu dem Fraß, den andere Konferenzen manchmal anbieten. Und vor allem nicht zu stark gewürzt. Das kann ich gar nicht leiden. Aha. Kannst du kurz mitkommen? Ein Freund von mir würde gern mal mit dir sprechen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Oha. Und nein, ich kann hier jetzt nicht weg. Mein Vortrag beginnt demnächst. Was hast du denn gegen stark gewürztes Essen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen gestattet hatte, mich zu duzen. Oh, oh. Was Ihre Frage angeht, ich vertrage einfach keine starken Gewürze. Meine Schleimhäute sind da sehr empfindlich und... Ja. Das war jetzt mehr, als ich wissen wollte. Ich muss weiter. Bis später. Nehmen Sie sich am besten noch ein Häppchen mit. Es lohnt sich. Ja, ja. Da kann ich mir auch nur ansehen. Sieht lecker aus. Oh ja. Probieren. Ich kann es leider nicht mitnehmen. Kann ich denn hier vielleicht Gewürze... Mal sehen, wie ihm das schmeckt. Na? Was soll ich ihm anbieten? Bowle? Verstehe ich nicht. Orangensaft? Nee. Also die würde ich unter keinen Umständen mehr trinken. Das wäre zu auffällig. Ich weiß nicht. Na warte, dann mache ich das nochmal. Und während er hustet, muss ich das bestimmt irgendwie machen. Nö, weiß nicht. Das wäre zu... Lieber nicht. Und dann gab ich Dr. Braun die verdorbene Bowle. Warum? Wollten Sie, dass er auf die Toilette rennt und sich übergibt? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Oh, ich habe vergessen, dir etwas zu erzählen. Also nochmal, Braun hustete und ich gab ihm noch nicht die Bowle. Ach so, ich tausche die Schilder aus. Warte. Schraubenzieher? Auf dem Schild. Schraubenzieher, Schild. Hoffentlich wird es niemand vermissen. Schraubenzieher, Schild. So, jetzt das Toilettenschild da dran und das Abstellkammerschild da dran. Muhaha. So, und jetzt, jetzt nochmal die Häppchen würzen. Wie er das doch gar nicht mitbekommt, vielleicht stehen hier neben ihm und würzen da einfach die Häppchen. So, jetzt müssen wir warten, bis er hustet und dann geben wir ihm die verdorbene Bowle. Wer sind Sie? Ich will, dass du das Indes-Kraftwerk abschalten lässt. Ha, wieso sollte ich das tun? Du musst nicht. Ich kann es sonst auch machen. Was? Was machen Sie da? Was soll das? Ich hab dir doch gesagt, man kann mit diesen Leuten nicht reden. Bevor sich die Kommission zur Beratung zurückzieht, erteile ich nun Inspektor Braun von der Internationalen Energiekontrollbehörde das Wort. Herr Braun hat im Vorfeld dieser Konferenz für die IOEC sämtliche Anlagen und Bauvorhaben von Indes Industries gründlich untersucht. Inspektor Braun, Sie haben das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja? Ach, das war's schon. Soll ich das Video einlegen, ja?
Gehe ich mal stark von aus. Bei diesen Bildern müssen Sie doch zur Vernunft kommen. Und los. Mein Name ist Braun. In meiner Eigenschaft als IOEC-Gutachter habe ich die Kraftwerke genauestens inspiziert und bin zu dem Schluss gekommen, die Kraftwerke von Indus Industries sind eine große Gefahr für unser Klima. Meine Untersuchung ergab zweifelsfrei, dass die Indus-Großkraftwerke zu einem Klimakollaps von globalen Ausmaßen führen werden. Wenn wir es ihm gestatten, unseren Planeten mit seinem Schmutz zu verseuchen, werden wir bereits bis 2050 mit katastrophalen Veränderungen des Weltklimas rechnen müssen. Globale Erwärmung, Abschmelzen der Pole, steigende Meeresspiegel. Dieser Mann ist nicht braun. Ihr seid dafür verantwortlich, dass dies niemals geschieht. Indus hat recht. Das ist unmöglich, Dr. Braun. Was hat dieser Auftritt zu bedeuten? Sicherheitsdienst. Nehmen Sie diesen Mann in Gewahrsam. Oh. Ich kann von nicht. Oh je, das läuft ganz und gar nicht nach Plan. Aber wie soll ich Salvador retten? Auf mich alleine hört ja niemand. Auf mich alleine hört niemand, heißt das... Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Wir holen ihn jetzt mal dazu, Oggi. Oggi Ochsenknecht. Hallo, Oggi. Hi, Frau. Tut mir leid, aber falls... Cool. Ich lasse die Monitore besser an, bevor ich noch Ärger kriege. Auch wenn das reinste... Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Auf mich allein hört ja keiner. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Hört! Ah. Stoppt die Konferenz! Stürmt das Gebäude! Wie war das? Sag uns mehr! Dr. Braun und Indus sind Betrüger! Wie war das? Sag uns mehr! Dr. Browns Bericht ist gefälscht! Dr. Browns Bericht ist gefälscht! Indus Kraftwerk ist nicht sicher! Wollt ihr wirklich zulassen, dass es zu einem Unglück kommt? Nein! Aber wie sollen wir das verhindern? Kommt auf die Konferenz! Verlangt die Wahrheit! Lasst nicht zu, dass alles verschwiegen wird! Ja! Lasst uns rein! Wir wollen die Wahrheit hören! Lasst uns rein! Wir wollen die Wahrheit hören! Wenn Sie den Weg über die Lüftungsschächte nehmen, dauert das zu lange. Ich muss einen anderen Weg finden, Ihnen Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Eine strahlende Zukunft? Nein, danke! Okay, wir brauchen also jetzt immer noch diese Parkkarte. Was ist denn da hier in seinem Büro? Liegt denn hier irgendwo so eine Parkkarte rum? Matur und Videorekorder. Wo könnte die sein? Kann ich hier nochmal rein jetzt eigentlich? Ah ja, kann ich. Ah, guck mal, hier ist noch ein Koffer. Das ist der Koffer, den Dr. Braun bei sich trug. Da durchsuchen wir den mal. Mal sehen, was alles in dem Koffer ist. Papiere. Noch mehr Papiere. Ah. Eine Magnetkarte. Aha. Die könnte mir noch nützlich sein. Das ist doch bestimmt die Karte für das Rolltor im Parkhaus. So, dann wollen wir doch mal. Schauen wir uns erstmal an, die Keycard. Auf der Magnetkarte sind die Öffnungszeiten für einen Parkplatz aufgedruckt. Von Parks habe ich schon gehört. Schön zu wissen, dass hier einer in der Nähe ist. Ja, genau. So, Kartenschloss. Kommt rein, meine Freunde! Kein Strom durch Atom! Kein Strom durch Atom! Was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten? Wir verlangen die sofortige Abschaltung der Indus-Kraftwerke. Und was wäre Ihrer Meinung nach die Alternative? Der halbe Erdball ohne Strom? Ich glaube, das ist mein Stichwort.
Ich habe es schon einmal gesagt, aber die Svensson-Alge funktioniert und sie kann die Indes-Kraftwerke ersetzen. Sie wissen, wir reden hier über eine Alternative zur Atomenergie. Ich kenne die Alge. Ich weiß, was sie kann. Vertagt die Konferenz. In 3 Tagen bringe ich euch ein Exemplar und ihr werdet sehen, ich habe recht. Vertagt die Konferenz. Das haben Sie gesagt? Ja. Und Sie hörten auf Sie? Sie mussten. Das Gebäude war umstellt, die Cops lagen gefesselt auf dem Klo und das Buffet war ein Scherbenhaufen. Stell dir vor, keine Lachshäppchen mehr. Der Abend war gelaufen. Zeitreisen? In Ordnung. Aber eine Klimakonferenz, die zu Konzessionen bereit ist? Was ist dann passiert? Salvador flog nach Südamerika, um das Kraftwerk zu überwachen. Ich direkt zu dir. Ich wurde verprügelt und gefesselt und... Ja, den Rest kenne ich ja. Ich nehme an, wir befinden uns gerade auf Kurs zu meiner Forschungsstation, um die Alge zu holen. Yeah, Volltreffer! Also gut, ich werde Ihnen helfen, aber unter einer Bedingung. Wenn wir unten sind, überlassen Sie mir das Reden und keine Geiselnahmen und keine Belagerungen mehr. Verstanden? Versprochen. Okay, dann holen wir jetzt also die Alge. Degen, dass ich dich nochmal hier begrüßen kann. Das ist ein Kontrollbesuch. Ich hatte Angst, dass du die Station gegen einen Eisberg steuerst. Schön, dich zu sehen, Barney. Hast du Duwe gesagt, dass ich komme? Er war nicht gerade begeistert. Ich hoffe, du hast die Samthandschuhe eingepackt. Ich hatte wenig Zeit zum Packen. Na, auf die Story bin ich gespannt. Wer ist deine Begleitung? Ach ja, darf ich vorstellen, Prinzessin Leia. Stimmt doch gar nicht. Ich heiße Faye. Reizend. Du hast einen interessanten Zeitpunkt für deinen Besuch gewählt. Du und ich halten heute und morgen unsere Präsentation für Investoren aus der Wirtschaft. Was ist denn mit den staatlichen Forschungsgeldern? Du weißt es noch gar nicht? Ich dachte, Duwe hätte dir wenigstens ein bisschen erzählt. Die Forschungsgelder wurden gestrichen. Was? Bent, das ist eine Katastrophe! In der Tat, das wäre das Ende. Meine ganze Arbeit. Alles umsonst. Das muss nicht sein. Ich habe da mehrere Investoren an der Angel. Erst gestern hat sogar ein echter Star zugesagt. Wir müssen mit Ihnen reden. Erstmal müsst ihr zum Gesundheitscheck. Und danach? Wäre doch gelacht, wenn wir unser Gemüse nicht bald in trockenen Tüchern hätten. Das wird noch ein aufregender Tag, sage ich euch. Okay. Ein aufregender Tag. Kapitel 5, Atlas, Teil 1. Wer oder was ist Atlas? Ich kenne Atlas nur aus Bioshock. Ich hoffe, der ist es nicht. So, Bent, das wär's. Ich bin durch mit Ihnen. Und? Alles in Ordnung, Doc? Könnte man so sagen. Für jemanden mit Ihrer Krankengeschichte gibt es absolut nichts zu meckern. Der Ruhestand tut Ihnen gut. Mein Ruhestand war ein Albtraum. War ein Albtraum? Sie arbeiten doch nicht etwa wieder? Wenn ja, muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sagen wir einfach... Mein Leben macht endlich wieder Sinn. Und das habe ich ganz alleine Faye hier zu verdanken. Ah, ich verstehe. Nein, und so ich nicht. Hatte schon befürchtet, Sie versuchen schon wieder die Welt zu retten. Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich kann angeln, so viel ich will, darf viele interessante Bücher lesen und habe jede Woche tolle Gespräche mit meiner Therapeutin. Das klingt doch besser, als sich halb tot zu arbeiten und wochenlang im Krankenhaus zu liegen, oder? Meinen Sie? Lassen Sie uns später weiterreden. Wir kommen sonst zu spät zur Präsentation. Richtig. Dann kommen wir nun zu Ihnen, Miss Faye. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen müsste? Was geht dich das an? Oh, das geht mich sogar sehr viel an. Von meinem Gutachten hängt es ab, ob Sie auf die Insel dürfen oder nicht. Dann bleibe ich eben hier. Ich reise doch keine 500 Jahre, um mich aufschlitzen zu lassen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Faye, Sie können dem Doc vertrauen. Er weiß, was er tut. Na gut. Aber keine heißen Kohlen. Und keine Sägen. Versprochen. Bent, wenn Sie bitte draußen warten würden. Ich fürchte, das kann hier noch etwas dauern. Ja, Bent, geh schon mal vor. Ich werde mit diesem Quacksalber schon alleine fertig.
Was ist denn die so schlecht drauf? Gesundheitspass. Nur wer so einen Wisch vorweisen kann, darf auf die Bohrinsel. Okay, können wir den lesen? Nehmen? Ja, nehmen kann man auch, aber können wir ihn auch lesen? Der Doc hat ihn schon ausgefüllt. Jetzt fehlt nur noch der Stempel. Der steht da. Okay, doch, Stempelkissen. Berühren. Furz trocken, wie Bürokratie ebenso ist. Okay, müssen also das furztrockene Stempelkisten erstmal befeuchten. Die Matratze ist durchgelegen, sie quietscht und man ist meilenweit entfernt vom Tageslicht. Auch nach 2 Jahren kann ich dieses Bett nicht mehr sehen. Warst du da öfter drin, ja? Bett-Aktenschrank? Das ist der Schrank mit den Patientenakten, unter anderem mit meiner. Da können wir uns da mal ein bisschen dran bedienen. Ah ja, da ist sie ja. Ben Svensson, geboren, schwere Depressionen, Burnout, etc. etc. Von weiterer Beschäftigung wird abgeraten. War das wirklich erst vor 2 Jahren? Meine Akte habe ich schon gelesen und die anderen gehen mich nichts an. Sehr löblich. Okay, dann machen wir wieder zu. Brauchen wir ja nicht. So, haben wir sonst noch irgendwas, was uns interessieren könnte? Da ist noch eine Schublade. Sieht aus wie so ein Leichenkasten hier. Sieht aus wie die Schränke in den Krimis, in denen sie die Leichen lagern. Sag ich doch. Können wir die aufmachen? Blutproben. Dickflüssiges Zeug. Nehmen. Ich klaue einem Arzt das Blut. War das früher nicht mal andersherum? Du bist ein Vampir. Kann ich noch eine nehmen? Probe reicht. Kann ich das vielleicht ins Stempelkissen kippen und dann damit einen blutroten Stempel machen? Tatsache. Eine drastische Maßnahme, aber die Zeit drängt. Tatsache. So, Stempelkissen. Jetzt habe ich Blut an den Händen. Okay, Gesundheitspass mit Stempelkissen. Etwas makaber, aber es hat geklappt. Wunderbar. Der Doc hat ihn schon mit der Hand und mit seinem Blut. Okay, dann gehen wir mal nach draußen. Alles im Lot, Ben? Na klar. Wo ist deine Begleitung? Sie wurde aufgehalten. Das ist schlecht. Die Präsentation ist fast vorbei. Hast du den Pass? Hier, Barney. Das ist dann alles. Darf ich jetzt durch? Okay. Name drauf, Stempel drauf. Alles klar. Dann kann das große Comeback ja endlich starten. Ha. Puh. Nervös? Wieso das denn? Es ist immerhin 2 Jahre her, seitdem du deinen Sohn das letzte Mal gesehen hast. Ach, Quatsch. Ich bin doch nicht nervös. Ja? Kannst du schon mal vorgehen? Ich müsste noch mal kurz für kleine Weltverbesserer. Was denn? Ich muss doch nur aufs Klo. Ich bin nicht nervös. Aber klar doch, Ben. Aber klar doch. Okay. Dr. Svensson, wie sage ich es am nettesten? Was Sie uns hier gerade erzählen, ist durchdrungen von banalen Allgemeinplätzen und esoterischem Hokuspokus. Wir wissen, dass uns das Erdöl irgendwann ausgehen wird. Wir wissen auch, dass es dann einen enormen Energiehunger zu stillen gilt. Es ist auch klar, dass sich irgendwelche Spinner regelmäßig über unser Klima Sorgen machen, wenn man ihnen funktionierende Lösungen anbietet. Was wir nicht wissen ist, warum wir zum Teufel hierher gekommen sind. Von was für einer Wundertechnologie sprechen Sie, wenn Sie behaupten, all die Probleme dieses Planeten auf einmal lösen zu können? Vielen Dank für das Stichwort, Herr Indes. Ich spreche von einer Technologie, die keine Emissionen verursacht. Eine, die leicht zu vervielfältigen ist und die in jedem Haushalt stehen kann. Und die so effektiv ist, dass Habe ich Sie richtig verstanden? Ihr Wundergewächs steht beim Endverbraucher im Garten? Ja. Das Zauberwort heißt Reproduktion. Mit einer kleinen Anlage, die auf jeden Balkon passt, kann sich jeder Haushalt autonom mit dieser absolut umweltfreundlichen Energie selbst versorgen. In einem Prozess, der Nitrogenase genannt wird. Er meint wohl Hydrogenase. Gut. In einem Prozess, der Hydrogenase genannt wird, erzeugen Cyanobakterien aus Licht, Luft und Wasser energiereichen Sauerstoff. Der Wirkungsgrad der Energieausbeute erzielt aber Werte um die 0,08%. Was? Das stimmt nun wirklich nicht. Es sind 0,8%. Möchtest du vielleicht den Vortrag halten, Vater? Ich,
Vielleicht können wir uns dieses peinliche Familiendrama etwas abkürzen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wenn man ihre Algen wie Schnittlauch auf dem Balkon züchtet, was verkaufen wir dann den Kunden? Schließlich will niemand von uns die Energie verschenken, oder? Ja, nein. Der Endverbraucher benötigt natürlich die Technologie, um die Algen zu züchten und den Wasserstoff abzuführen. Sowohl die Tiere als auch das Equipment sind von uns patentiert. Auch die Brennstoffzellen zur Umwandlung müssen eingekauft und gewartet werden. Aber das gehört alles auch schon zum kaufmännischen Teil unserer Präsentation. Darum schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen, damit wir im Anschluss direkt in die Kalkulation einsteigen können. Ich würde diese Bakterie gerne mal in Aktion sehen. Oder das. Nach der Pause werden wir Ihnen die Blaualge präsentieren, um dann in die Kalkulation einzusteigen. Um Punkt 2 sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Das war ja was. Und wo ist Duwe überhaupt so schnell hingelaufen? Er hätte wenigstens Hallo sagen können. Nimm es ihm bitte nicht übel. Erst die Aufregung mit der Präsentation und dann taucht auch noch sein Vater völlig unangemeldet auf. Er ist einfach etwas überfordert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Sache gut gemacht. Es ist vielmehr dieser Indes, der mir Sorgen macht. Emilio Indes ist ein Geschäftsmann. Er muss solche Fragen stellen. Nein, nein. Meine Eingeweide sagen mir, er hat irgendetwas vor. Und ich werde diesen Raum erst verlassen, wenn ich herausgefunden habe, was. Das heißt, wir können uns nur in diesem Raum bewegen. Aber ist natürlich klar, was er für Fragen stellt. Er will ja Energie verkaufen. Und wenn man sich selber Energie erzeugen kann, mit einer Sache, die man einmal kauft, tja, das ist doch wie Tesla, der die Energie kostenlos für alle zugänglich machen wollte und auch leicht unterdrückt wurde, sagen wir mal so. Gut, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei New Beginning, Final Cut. Macht's gut. Tschüss, Jan!